Beide warten noch auf den ersten Dreier in diesem Jahr. Trotzdem ist die Ausgangslage total unterschiedlich. Während Türkgücü als Siebter bereits 39 Zähler auf dem Konto hat, schwebt Pipins Ried als Vorletzter mit nur 24 Punkten in akuter Abstiegsgefahr. Die Gastgeber in Rot in dieser im Sportpark Heimstetten ausgetragenen Partie also klarer Favorit. Allerdings ging das Hinspiel mit 2:0 an den FCP. Das Match brauchte eine etwas längere Anlaufphase. Erst nach 20 Minuten die erste zeigenswerte Strafraumszene für die Gastgeber. Kapitän Marco Holz zielt allerdings am langen Eck vorbei. Türkgücü aber jetzt auf Betriebstemperatur. Nur eine Minute später zieht wieder Holz in den Strafraum und wird von Alexander Langen umgerissen. Gelb für den Übeltäter und Elfer für die Neuperlacher. Kevin Hingerl tritt an und verwandelt sicher zum 1:0 nach 22 Minuten. Nach dieser kurzen Spektakelphase wurde es dann wieder zäher. In der 35. Minute dann aber auch mal Pipins Ried im Vorwärtsgang. Halit Yilmaz versucht, Johan Hipper lenkt das Ding an die Latte. Der Nachschuss von Mohamed Amdouni wird geblockt. Das aktivere Team blieben insgesamt, aber die Gastgeber Holz hätte da kurz vor der Pause fast von einem Riesenbock in der Pipins Rieder Hintermannschaft profitiert, verstolpert aber dann. Das Versäumte wollte der Tabellensiebte schnellstmöglich nach dem Seitenwechsel nachholen. Der Kopfball von Mert Şahin verfehlt sein Ziel allerdings knapp. Türkgücü nun allerdings im Turbomodus. 50. Minute, wieder Şahin. Der will da eigentlich reinflanken. Fraglich, ob da noch einer dran ist. Yannick Woutstra jubelt zwar, aber geben wir den Treffer erstmal Şahin. Jedenfalls ganz unangenehm, solche Dinger für einen Torhüter. Die Roten witterten jetzt die Chance zur Entscheidung. 4 Minuten später bedient Şahin wieder Woutstra und diesmal geht der Treffer zu 100% auf sein Konto. 3:0, Game Over hier im Sportpark. Fortan Türkgücü, auch aufgrund der Strapazen durch das Nachholspiel am Mittwoch gegen die Bayern, im Verwaltungsmodus. Trotzdem hätte die Kombo Şahin-Woutstra fast nochmals funktioniert. Dann aber die 83. Minute. Da geht nach einem Doppelpass mit Belmin Idrisovic die Tür plötzlich auf für Marin Pudic. Der vorläufige Ehrentreffer für den FCP. Sollte es hier vielleicht doch nochmal spannend werden? Nein, denn die Hausern schalteten sofort wieder zwei Gänge höher. Joker Eren Emirgan scheitert noch mit seinem Versuch vom 16er. Doch in der 86. Minute stellt der ebenfalls eingewechselte Mario Czernicki mit seiner Direktabnahme den alten 3-Tore-Abstand wieder her. Letztlich ein ungefährdeter Erfolg für Türkgücü. Ja, ich denke auch ein souveräner Sieg von uns. Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, haben auch sehr gut gestartet und ich glaube generell die erste Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Dann auch verdient 1:0 in die Halbzeit, was dann natürlich wichtig war, das 2 und das 3:0 gleich nach der Halbzeit. Und dann war es natürlich aufgrund der letzten Tage dann auch mit den Kräften dann vielleicht am Ende nicht mehr so ein gutes Spiel, aber Hauptsache gewonnen und jetzt müssen wir nach vorne weiterschauen. Ich glaube, mit dem 4:1 sind wir in Summe bedient und auch gut bedient. Wenn es höher ausgeht, brauchen wir uns nicht beschweren. Sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, die ersten Minuten, aber dann kriegen wir einen blöden Elfmeter, einen unnötig blöden und danach war es einfach kein Aufbäumen mehr. Also es ist in Summe war es einfach ungenügend. Türkgücü stößt also im sechsten Anlauf den Bock um und gewinnt erstmals im neuen Jahr. Für Pipins Ried zieht sich dagegen die Schlinge immer enger zu.